Ich muss einen Fehler gemacht haben. Die Bäume sollten eigentlich in voller Blüte stehen, wenn ich den Kuratanz verführe. Der Flucht der bösen Geister ist stärker, als ich gedacht habe, aber ich werde nicht den Glauben an den Kuratanz verlieren. Ich werde ihn so lange tanzen, bis ich Erfolg habe. Ja, ach du bist du. Ja, komm. Gut. Da ist er. So, Blüten. Darf ich von ihm nur nicht abhängen lassen. Da ist er. Wo hüpft er jetzt hin? Da. Gibt ja, glaube ich, nur noch diesen einen verfluchten Baum hier. So. Dann gucken wir mal, dass wir den auch noch zum Blühen bringen. Na, da kommen wir hoch. Was wieder zu Blühen bringen? Böse Armee, du gehst es jetzt nicht abtragen. Stimmt doch, oder? Bei dich und hilft dir einen, bevor er noch umkippt. Ach, sein Haus! Gut, nachdem ich jetzt weiß, welche Bäume er wie abklappert. So, der da als nächstes.
Dann haben wir jetzt den hier. So, da kommt der alte Mann. Ich habe übrigens gesehen, irgendeiner hat das Smiley-Face, was ich dem einen auf den Kimono gemalt habe, irgendwo an die Wand gekritzelt. Muss ich mir nachher mal angucken. Dafür, dass der so alt ist, kann er aber sicher richtig gut springen. Puh. Es hat geklappt, es hat geklappt. Ich bin da ein bisschen außer mich geraten. Um ehrlich zu sein, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich diese bösen Geister vertreiben kann. Aber wenn ich daran dachte, wie glücklich die Menschen dieser Stadt sein würden, wusste ich, dass ich diese Bäume auf die eine oder andere Weise zum Blühen bringen muss. Mir ist es egal, ob es mein Tanz oder die Macht der Götter war, die sie zum Blühen gebracht haben. Solange die Erholung unserer Kirschbäume die Menschen erfreut, habe ich keine Beschwerden. Hast du noch was zu sagen? Wie gefallen dir unsere Kirschbäume jetzt, da sie in voller Blüte stehen? Solange die Erholung unserer Kirschbäume die Menschen erfreut, habe ich keine Beschwerden. Jo. Naja, jetzt kann der andere Alte... die Kirschbäume genießen. Nur diese Bäume blühen nicht. So, Alter, für dich blühen Kirschbäume. Hey, Großhörchen, Großhörchen, wach auf. Huch? Wie kannst du einem alten kranken... Wie kannst du das einem alten kranken Mann antun? Warte, oh dieser Geruch. Ich kann ihn nicht widerstehen. Die Kirschblüten der Stadt sei müssen in voller Blüte stehen. Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Er könnte aufhören, so blau zu sein. Er ist weg. Was zur Hölle war das denn? Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Mein Vater hat eine andere Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Mein Vater verehrt das Fest der Kirschblüten, aber er regt sich immer zu sehr auf und verletzt sich jedes Jahr am Rücken. Ich habe ihm verboten, wieder zu gehen, aber das Kirschblütenfieber hat wieder zugeschlagen. Na, der sieht jetzt gesund aus. Hurra, juhu, Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Hey Hündchen, Lust auf ein Tänzchen? Großväterchen, solltest du es nicht etwas ruhiger angehen lassen? Du warst doch praktisch tot. Ja, wahrer. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier weiter um. Da muss ich mich um die Fährdienste kümmern. Überall mein Smiley-Gesicht. Lalala, macht so einen Spaß. Wie findest du das Hündchen? Gefällt dir mein Bild? Hä? Oh nein, ich habe keine Holzkohle mehr. Und dabei hatte ich so viel Spaß. Ich möchte ein weiteres Bild malen. Ich will mehr Holzkohle. Oh, ist das etwa Holzkohle, das Hündchen? Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Geben. Ja, ich danke dir, Hündchen. Jetzt kann ich ein weiteres Bild malen. Du kommst doch wieder und siehst es dir an, oder? Ja, klar, immer doch. Ja, überall ist das Smiley, was ich auf den Kimono gemalt habe. Der Nordwind weht. Ach, die singt wieder.
Der Nordwind weht und weht im nördlichen Himmel. Geht das Böse um. Der Nordwind weht und weht, in den nördlichen Ländern wächst das Böse. Das ist ein Lied, das mir meine Großmutter beigebracht hat. Sie sagte, dass diese unheimlichen Monster aus den nördlichen Ländern kommen. Ich frage mich, was für Land das ist. Hast du davon gehört, Hündchen? In das Gebäude hier können wir nicht rein. In das können wir, glaube ich, auch nicht rein. Nö, keine Eingangstür. Was ist mit dir? Die Wogen singen die immer so lang. Die Wogen glätten sich und dann wirst du sehen einen Dämon über dem See. Monster in unsere Mitte bringen, kommt das Gesicht im Nebel näher. Mein Großvater hat immer dieses Lied gesungen. Es bedeutet, dass es eine Insel gibt, die aussieht wie ein Dämon. Und von dort kommen eine Menge Monster. Es ist unheimlich. Hast du davon gehört, Hündchen? Map bitte. Rauszoomen. Ja, wir haben noch ein bisschen zu erkunden. Halt, was da im Norden liegt hauptsächlich. Aber erstmal müssten wir die Sasa-Zuflucht. So, wir machen nochmal hell. Und dann wird es Zeit, dass wir uns um die Leute an den Fähranlegern kümmern. Bevor wir uns dann an die Nacht machen. Oh, nebenbei, ich kann mal kurz gucken. Nö, dafür brauchen wir noch viel mehr. Gut, gucken wir mal, wo er hin möchte. Ich muss wirklich zum Haus des Tischlers, aber es gibt kein Zeichen von dem Fähre oder irgendwas anderem. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange es schwimmt, werde ich einen Weg nehmen, ja. Ein Seerosenblatt, nun besser als nichts. Okay, dann los geht's. Zum Haus des Tischlers, volle Kraft voraus. Kein Wasser, Wind. So, noch einmal. Und da ist mir das die Tinte ausgegangen, weil ich wieder Wasser gezeichnet habe statt Wind. Hallo, Wind. Ernsthaft? Oh, der verarscht mich wieder. Moment, das hier ist nicht der Tischler. Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, Mann. Guck mal, ich male und es macht keinen Wind. Jetzt macht es auf einmal Wind. Geht es nicht ein bisschen schneller? Oh, kannst du dich aufhören, dich zu beschweren? Wo kann der Wind bitte... Bla. Oh. Weißt du was? Du kannst da bleiben. Ich gehe hier rein, dann läuft die Zeit sicherlich ab.
Dankeschön. Ja, dann machen wir dich nochmal. Das ist kein Wind, das ist Wind. Danke. Dann warten wir schnell, bis sich die eine Tinte auffüllt. So, jetzt brauchen wir wieder Tinte. Hör auf, dich zu drehen. Hör auf, Wasser zu machen. Ernsthaft. Jetzt habe ich es zweimal vergeigt und der Strudel ist schon wieder da, der mich nicht loslässt. Was ist so schwierig am Wind machen? Alter! Ich werfe Okami bald in die Ecke. Ich schwör's euch. Ich mag das Spiel. Aber es kotzt mich gerade sowas von an, dass es macht, was es will, obwohl ich ihm genaue Instruktionen gebe. Wasser! Das ist kein... Dusch. Och du... Leck mich am Arsch. Also solche Zeitspiele schön und gut, aber dann soll auch gefälligst die Steuerung funktionieren. So, Zeit läuft noch nicht. Das heißt, wir warten, bis wir volle Tinte haben. So, ich mache einen Kreis, dass er Wind machen soll. Er macht Wind. Sehr schön. Genau, etwas länger Wind wäre nicht schlecht. Nicht ihn schwarz machen. Der macht schon wieder keinen Wind. Mach Wind! Füll nach, ich muss ihn dahin bringen, bitte. Danke! Haha, das ist toll. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Serumsblatt so schnell hierher kommen kann. Das ist eine witzige Geschichte. Danke. Meine Güte, ey.
Ich meine, das Spiel hat so hochkomplexe Sachen, da sollte das bitte auch anständig funktionieren. Bist du draußen für ein kleines Spaziergang-Hündchen? Diese schreckliche Dichte neben ist jetzt komplett verschwunden. Wir fühlen uns alle viel besser körperlich und auch emotional. Jetzt kann ich endlich wie den Waffenhändler wieder besuchen gehen. Das ist schon lange überfällig, das kann ich dir aber sagen. Aber ich frage mich, was mit dem Fähre los ist. Ich habe nicht vor, so weit zu laufen. Ich hatte eher an eine Fahrt in den Kanals gedacht. Aber die Fähre scheint nicht gekommen, obwohl es der Zeit wäre. Wahrscheinlich muss ich eine andere Lösung finden, wie ich dorthin komme. Der Waffenhändler, der ist doch direkt hier oben. Ja, ich muss hier einmal im Karree schippern. Von hier da drüben hin, okay. Yeah.